Hallo und herzlich willkommen bei Stellaris Flucht nach vorn, wo wir einer in die Luft geflogenen Menschheit versuchen, einen Weg in die Zukunft zu bereiten, indem wir uns auf der interstellaren Bühne versuchen, gegen viele nette Nachbarn zu behaupten, die uns teilweise, wie man hier sieht, überhaupt gar nicht mögen. Ja, genau. Beim nächsten Mal haben wir gerade eine Technologie ausgesucht und unser wunderbares Ökonomopolis ist fertiggestellt worden. Wir haben jetzt 12 Handwerkerjobs, von denen 2 belegt sind. Das müssen wir irgendwie ändern. Und derweil versuchen wir, den Mars zu terraformieren. Und da können wir gleich mal gucken, wie weit wir da sind. Ob das vielleicht schon Antares noch 10 Jahre, Mars nicht ganz 10 Jahre. Okay. Es wird also noch einen Moment dauern, bis wir da fertig sind. Ja, all dieweil müssen wir gucken. Also mittlerweile ist unsere Wirtschaft wieder ausgeglichen, aber wir brauchen jede Menge Legierung und wir brauchen jede Menge Geld, um die restlichen Sternentore in unserem Empire noch zu bauen. Wir brauchen Quenus noch eins. Wir brauchen hier Bernhard Stern, Alpha Centauri am besten noch eins. Und dann im Atlantik-System, da wartet das Schiff schon drauf, dass es eins bauen kann. Und wenn wir damit fertig sind, dann brauchen wir uns um Piraten keine Sorgen mehr machen, weil momentan gibt es hier noch so Engpässe, wenn hier die Handelsgüter hier längs geschifft werden. Während hier kann man schon die direkte Abkürzung über die Sterntore nehmen. Oder hier. Das ist ziemlich gut. New technology discovered. Ja, also im Quenus-System, da kommen auch noch ein paar Handelsgüter her. Die Ortungssysteme sind fertig. Gut, dann erfinden wir mal die galaktische Börse. Jetzt wo wir auf dem Wirtschaftstraditionszweig sind. So, das ist gut. Da ist unser Forschungsschiff. Wo ist unsere Forschungswelt? Wo sind die? Eine Uranus-Habitat ist eine Forschungsstation. Dann fliegen wir einfach mal zum Sol-System. Zack! Und das geht auf einfachem Weg, weil wegen Sternentore. Und dann kannst du beim Uranus-Habitat die Forschung unterstützen. Dann hast du was zu tun. In Alaska gibt es scheinbar Arbeitslosigkeit. Da gibt es einen Rescheti, der hat keinen Job. Da bieten wir ihm doch gleich mal ganz nett an, dass er auf New Earth vielleicht einen Job findet, weil da ist jede Menge zu besiedeln noch. Da können wir jede Fachkraft brauchen. Okay. Das Habitat können wir aufwerten. Das Habitat ist schon eine Habitatwelt, glaube ich. Okay. Das Habitat können wir auch aufwerten. Benötigt zentrale Habitatskontrolle. Okay, das habe ich noch nicht. Da sind noch zu wenig Leute drauf. Okay, macht noch keinen Sinn. Was ist hiermit? Auch nicht. Okay. Und hier kann ich ja sogar noch Sachen bauen. Machen wir das mal. So. Wollen wir hier jetzt synthetische... Warte mal. Das wollen wir, glaube ich, gar nicht, weil hier bauen wir schon Mithfell zusammen. Auf genetische Art und Weise. Ich glaube, man kann nicht beides machen. So. Flottenkapazität, Militärakademie. Machen wir das mal. Wer weiß, wozu es gut ist. So, und meine Flotte kann mal wieder zurück. New technology discovered. Fleet upgraded. So. Oh. New technology discovered. Yalon Order wünscht Hifna Unity den Krieg zu erklären. Yalon Order waren, glaube ich, meine Kriegsziel ebenbürtig. Hifna Unity. Das sind die, mit denen ich schon die ganze Zeit Ärger habe. Ha. Pff, wer ist das Yalon Order? Es ist
diese Militärdiktatur hier, die ist herzlich mit uns. Warum wollen die mit mir einen Krieg zusammen anfangen gegen die? Das verstehe ich nicht. Ich sag mal nur deswegen ja, damit hier mal was passiert und weil ich die Grenze konsolidieren will. Angriffs. Jan und Order, der Unterstützung in den Angriffskrieg zugestimmt haben, hat Hifner Unity den Krieg erklärt. Okay. Dann schauen wir doch mal. Dann fliegen wir hier nach Quenus mit den beiden Flotten. Und mit der Flotte fliegen wir nach Fargis. So. Befehlslimit ist immer gut, wenn wir das erhöhen. In der Flotte sind die ebenbürtig, das ist nicht gut. Wir brauchen mehr Alloys, das hilft alles nichts jetzt. Entfesselung ist unbekanntes. Unsere Sensoren zeigen mehrere synchrone Subraumstörungen an, wovon das nächste Screeching im Biss-System gemeldet wurde. Die Störungen klingen schnell wieder ab, aber wir müssen erst noch herausfinden, was sie verursacht hat. Die M'Tok-Star-Dynastie hat es geschafft, die Sperre des L-Tores unter ihrer Kontrolle zu entfernen. Sie haben nun vollen Zugang zum entfernten L-Cluster. Als scheinbarer Nebeneffekt zeigen alle anderen L-Tore der Galaxie ebenfalls erhöhte Anzeichen von Aktivität, in dem Maße, in dem ihre selbst korrigierende Software Anpassungen vornimmt, sollten ihre Wartungszyklen ebenfalls innerhalb weniger Jahre ändern. Okay, ja, da hatten wir ja eigentlich überhaupt auch gar kein Interesse dran. Insofern, was soll's. Okay. So, die werden schon alle... Werden die? New technology discovered. Okay. Hostile fleet within range. Within range? Was bedeutet das jetzt? So, gucken wir einfach mal, ob wir die Systeme uns nicht schnell klauen können. Ob wir ihn nicht hier abschneiden können, dann können wir da oben... Brauchen wir dann auch nicht eine extra Flotte stehen haben. Hostile fleet within range. Oder kommen die irgendwo anders noch her? Nee. Haben die hier... Hat der hier eine Welt oder was? Nee. New technology discovered. Verwaltungslimit. Fargis-System, okay. Meine Flotten bewegen sich und trotzdem bin ich noch überall im Plus. Das ist gar nicht schlecht. So, das ist gut. Dann kann ich die beiden hier einmal herumfliegen lassen. Was ist das hier? Hifner Unity, die bauen hier was, okay. So. Und du fliegst hier auch hin. So. So, fliegen. Nehmen wir mal die beiden hier drauf zielen. Noch ein Sterntor fertig, okay. Engaging hostile fleet. So, warte. Machen wir ein bisschen langsamer, damit wir hier den Kampf mal sehen können.
Das ist nicht schlecht. So, du fliegst hier hin. Und die andere Flotte, das ist die hier. Du bleibst hier. Bup, bup. Das ist eine 2000er. Okay. Der kann mir da nichts. Schon wieder eine Handy-Nachricht. Neue Folge von Podcast. Okay, das muss jetzt nicht unbedingt sein, während ich was aufnehme, finde ich. So. New technology discovered. Da kannst du mal die Dings anbieten, angreifen hier. Okay. So, Feuerrate Trägergeschwader. Gucken wir mal. So, die sind jetzt alle grün, das heißt, die sind von mir besetzt, die Systeme. Und. Oh, da ist Screeching Abyss. Gucken wir mal hier rein. Ja, stimmt, da ist ein L-Tor, ne? Ah. Das heißt, da könnten wir das L-Tor dann den wegklauen, vielleicht. So viel dazu. Okay. Wie viele Welten habe ich denn hier eigentlich noch geclaimed? Woran sehe ich das? Hifna Unity. Ansprüche stellen. Also das habe ich alles schon geclaimed hier. Das heißt, Screeching Abyss, dann Impas, Jonas, Netris, Daglon und Lüfnir. Du kannst immer nur einnehmen in einem Krieg, was du besetzt hast. Also wenn ich das hier alles besetze, kriege ich dieses Gebiet. Ich habe momentan nicht genug Einfluss. Ich habe 102, ich bräuchte 280, um ein weiteres System zu claimen. Warte mal, ich muss nochmal gucken. Also Screeching Abyss, dann Haribas und dann die drei. Okay. So, hierhin, 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 hierhin. Okay. Ach so, hier, okay, hier oben. Das ist richtig. So, und du gehst mal hierhin. So, dann machen wir hier noch mehr Handels von den Wirtschaftszonen. Ist auch gut. Hier war dann die erste bewohnte Welt von denen. Das hier ist alles nur. Sie ist alles nur Bufferzone quasi. Da wohnt keiner. Hier ist ein schwarzes Loch. Ist nichts los. In Gardener wohnt auch keiner. Nirgendwo gibt es hier Welten. Ist das hier Free Dragons? Drachen? Ernsthaft? Immature Eldrache. Okay, dann wollen wir hier mal vielleicht. Ich kann noch vier. Ah, Mist, kann ich nicht machen.
Ich kann ihn nicht verbessern so lange, aber da wollen wir dann nicht hin, sondern wir wollen dann erstmal hier hin. Und dann, wenn wir alle Flotten quasi... Achso, da kann ich nicht... Jetzt haben wir natürlich wieder kein Forschungsschiff da. Aha, so. New technology discovered. So, aha. Kostengebäude. Ist auch immer gut, wenn das weniger ist. So, kannst du mal... Könnt ihr euch mal fusionieren zu einer Flotte? Geht das vielleicht? So, immer einzelne Schiffe rumfliegen. Stört mich ein wenig. Also die kommt zurecht und ihr hier... Ohne Enklave in meinem Gebiet, das wird die Xenophilen freuen. Das wollten die unbedingt. Das? Okay, ich habe den Kampf gewonnen, hier oben zumindest. Okay, dann bleiben wir hier mal stehen. Und du kannst mal hier hin. Erstmal, würde ich sagen. Und fertig. Hat ein bisschen was gekostet, aber fertig. So, dann geh mal in die gleiche Flotte. Und du gehst dahin. Oh, Spurenkomponenten kleiner Phasendisruptor, okay. Hier wäre das. Gut, dann gucken wir mal, wo wir unseren Forschungshansel hier hingeschickt haben. Können wir gerade nicht. Okay, dann sollst du hier mal hin. Hier in bewegen, Projekt erforschen. So. Gut. Ihr seid auf dem Weg dahin, das ist gut. Ihr seid auf dem Weg hierhin, das ist auch gut. Da müssen wir mit allen drei... Mit allen drei Flotten hier hin. Dann hoffen wir, dass wir dieses Teil hier... Warte mal, das müssten ja jetzt alle sein, die ich geclaimed habe. Bis auf das Nitris-System. Also da müsste ich dann den Drachen vielleicht besiegen. Ich weiß nicht, ob der mir feindlich gesinnt ist, aber ich fürchte es fast. Und dann... Eigentlich bräuchten wir das System hier noch. Können wir uns aber nicht leisten... Weil hier haben wir. Hier haben wir quasi so einen Choke Point. Hier hätten dann die Hisma nur einen Weg raus aus ihrem Raum. Nach Skoro. Aber das geht jetzt halt nicht. Kriegsmüdigkeit. New technology discovered. Okay, mehr Verwaltungslimit und Lebensdauer Anführer. Klingt doch nicht schlecht. Jetzt können wir hier tatsächlich hin, ne? Das ist sehr interessant. We will cure their ignorance. Äh,
Was? Der Galaktische Senat hat einen Beschluss verabschiedet, in dem Hifner Unity zu einer Bedrohung für das Leben aller fühlenden Wesen und einer Krise galaktischen Ausmaßes erklärt wurde, was zur Folge hat, dass sich Hifner Unity ab heute in einem Zustand des totalen Krieges mit der gesamten galaktischen Gemeinschaft befindet. Das sind die wir angegriffen haben, oder? Sehe ich das richtig? Wir haben die angegriffen und jetzt sagt die gesamte Galaxie, ja, die sind scheiße, wir greifen die auch an. Repräsentanten des Senats haben alle Mitglieder der Gemeinschaft dazu aufgerufen, ihre Flotten zu mobilisieren und einen konzentrierten Angriff auf das Territorium der Hifner zu beginnen. Die Galaxie wird keinen Frieden kennen, solange die Bedrohung durch die Hifner nicht ein für alle Mal beseitigt ist. Ist es möglich, sie aufzuhalten? Was? Jetzt muss ich alle nochmal wieder einnehmen, oder was? Was ist das denn für eine Scheiße, bitte? So ein Unsinn. Weißt du was? Dann bauen wir aber ordentlich Schiffe noch. Das muss ich alles wieder neu erobern hier. Ist das ein Unsinn? Okay, gehen wir mal hier nach Fargis. New technology discovered. Alle nach Fargis, bitte. Wir haben im Zubin-System erst Kontakt mit einer mysteriösen fremden Spezies hergestellt. Vorerst haben wir den Codenamen Alpha Aliens gegeben, bis wir mehr über sie herausfinden können. Konnten. Falls sie eine Sprache besitzen, müssen wir diese erst entschlüsseln. Bladibladibla. Okay. So. Wie lange seid ihr noch weg? Noch 3 Jahre? Meine Güte, das dauert ja ewig. Verdammte Axt. Okay. Das müssen wir uns mehr Flotten machen hier, das hilft nichts. Spaceport under attack. Wo? Da, Haag. Okay. Okay, also das geht so nicht weiter. Müssen wir uns mal mehr Das war verkehrt, okay. So, und hier bauen wir ein paar Kreuzer. Thank you.
Unterlichtgeschwindigkeit. Spaceport lost. Okay. Mit 3000 immerhin. Das ist ja immerhin was. New technology discovered. Oh boy. Oh, die erobern mir das Gelände jetzt. Das ist natürlich auch toll. Panaxala-Flüchtlinge vom Hivna Unity. Okay. Mal gucken, wo er die jetzt hingetan hat. Okay, Panaxala dürfen gerne nach Terra Nova. Noch einer auf Terra Nova. Geht nicht, zu teuer, verdammt. Naja. Das gesamte Tour-System wurde vernichtet. Ein gewaltiges Raumschiff, das ist mal Unity gehört, bezog Position über dem Primärsystem und löste irgendetwas aus, was nur als Supernova beschrieben werden kann und den Rest des Systems völlig verwüstete. Der Stern kollabierte im Anschluss zu einem schwarzen Loch. Das Raumschiff, das sie offenbar als Sternfresser bezeichnen, überlebte die Katastrophe. Offensichtlich verfügt Hivna Unity nun sowohl über die Technologie als auch über die Mittel, ganze Sternsysteme zu verwüsten. Das ändert alles. Eine neue Fraktion hat sich... Oh Mann. Werden die Leute religiös bei mir jetzt hier wegen denen? New technology discovered. Mann. Megaschiffswerft, glaube ich, brauchen wir bald vielleicht sogar. Noch mehr Flüchtlinge und ich habe nicht genügend Einfluss, um die hin und her zu schicken. Das ist ein bisschen ungünstig. Die können wir gerade so gut gebrauchen. Obwohl ich bin überall im Plus, also sollte ich mir vielleicht nicht allzu große Gedanken machen. Das 800, okay. Oh Mann, schon wieder vorbei. Tatsache. Okay, mitten im Krieg. Gut, dann geht's hier nächstes Mal weiter.
wenn wir die sternenzerstörenden Hifner, also wir sind im Nachhinein sind wir bestätigt worden dadurch, dass wir sie, also dafür, dass wir sie angegriffen haben, weil sie zerstören ganze Sternsysteme, dass wir mit denen dann hier vielleicht ein bisschen aufräumen und ja, und gucken, dass wir die Bufferzone behalten, die dringend nötig war, wie ihr jetzt vielleicht einseht. Ja, gut, so viel dazu. Dann bis zum nächsten Mal bei Flucht nach vorne, Menschheit am Limit, unserem Stellaris-Spielstand mit, keine Ahnung. Und schreibt einen Kommentar und liked den Kanal oder was man auch immer so macht. Oder liked den Kommentar und schreibt eine Subscription per Post. Ich weiß es nicht. Bis denn.